Hallihallo, Hallöchen weg allerseits und willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Zweitkanal Dova tut Dinge. In diesem Unboxing geht es, wie wir hier schon sehen, um das Pure Power 12M von Be Quiet, einem 850 Watt Netzteil. Warum ich mir dieses Netzteil gekauft habe, ist einfach simpel. Ich will meinen Computer ein bisschen aufmotzen, vor allem in puncto Grafikkarte. Und bei so einer 40.000er, also 4.000er RTX Karte könnte so ein 550er Netzteil ein bisschen knapp werden. Und deswegen habe ich mir diesen Brocken hier geholt und der ist scheiße schwer. Gut, geöffnet habe ich ihn schon. Ich habe schon mal alles rausgenommen, weil ich gucken wollte, ob der Grund, weswegen ich mich für dieses Netzteil entschieden habe, auch tatsächlich vorhanden ist. Oder ob ich das nur anhand des Bildes mich irgendwie geirrt habe oder so. Und nein, der Grund ist vorhanden. Und zwar ging es dabei um Folgendes. Die früheren Grafikkarten, die hatten ja zwei 6er oder 8er Stecker, um eine eigene externe Stromversorgung vom Netzteil zu erhalten. Die neuen 4000er, die haben allerdings diesen Anschluss hier. Diesen speziellen Zoom. Stell scharf. Na komm, jetzt. Okay, zu weit darf ich nicht ran. So, diesen Anschluss hier. Ich wollte eigentlich zuerst auf ein Asus ROG Netzteil gehen, weil ich ja nach wie vor eigentlich versuche, ein ROG Ökosystem aufzubauen. Hab dann aber doch nochmal weiterschauen, weil ich ja selbst schon ein Be Quiet Netzteil habe und ich damit sehr zufrieden bin und die ja eigentlich auch bekannt dafür sind, dass es relativ gute Netzteile sind. Habe ich mir die dann auch nochmal angeguckt und habe dann auf dem Bild eben genau das hier gesehen. Und habe mir so, okay, warte mal, das heißt, das ist ein neues Netzteil, das nach der Veröffentlichung der 40er Karten veröffentlicht wurde und hat entsprechend schon das passende Kabel und man muss nicht mit einem Adapter arbeiten, denn was wissen wir eigentlich so im Allgemeinen? Adapter sind immer eine Quelle für Fehler. Je weniger Adapter man einbaut, desto sauberer funktioniert alles. Und deswegen dachte ich mir, wenn wir schon ein neues Netzteil haben, das explizit für eine neue Grafikkarte auch gedacht ist, nehmen wir auch ein Netzteil, das entsprechend alle Verkabelungen für die neue Grafikkarte hat. Und deswegen wurde es das Pure Power 12M. Digitech hat dabei übrigens auch endlich mal dazu gelernt, man musste den Schweizer Stecker nicht nochmal extra nachordern. Nein, sie haben den tatsächlich direkt mitgeliefert. Top Arbeit, Digitech. War das sowieso oben? Top Arbeit, Digitech. Habt ihr gut gemacht. Auch deswegen habe ich es schon mal aufgemacht, damit ich das zusätzliche Kabel auch einfach reinschmeißen kann. Gut, dann machen wir das Ganze hier doch mal auf. Ja, wobei, zuerst gucken wir uns das natürlich von außen an. Wir haben hier nochmal ganz groß angeschrieben. Pure Power 12M, 850 Watt. Be Quiet. Hier haben wir gar nichts. Hinten haben wir nochmal genau dasselbe wie vorne. Auf beiden Seiten haben wir nichts. Und auf der Rückseite haben wir über Be Quiet, developed in Germany. Also Be Quiet ist offenbar eine deutsche Firma. Wusste ich bis dato auch noch nicht. einen QR-Code, der zu Be Quiet führt. 80 plus Gold-Zertifizierung. Also keine Platinum. Ist nur das zweitbeste. Aber egal. Was ist die Daten über 120 Watt, 850 Watt, blablabla. Also eigentlich nichts, was uns als Endverbraucher effektiv interessiert. Das ist alles technische Krams für die Profis. Wir müssen nur wissen, hat auch 550 Watt, hat eine 80 plus Gold-Zertifizierung, das heißt, es ist ein gutes Netzteil mit genug Speicher, das ist. Also genug Output. Ist PCI Express 5.0 kompatibel? Ich weiß gerade gar nicht, wenn ich mir dann das neue Mainboard cover, hat das ein 5.0 Slot oder hat das 4.0 Slot? Ist ja auch egal, wird ja im Prinzip eh nur für die Grafikkarte benutzt. So what? Gut. Dann wäre hier ein Sticker, den man aufschnibbeln müsste.
Der auch übrigens auch angegeben ist, was wenn man ihn bricht und so, ne? Ein Siegel. So. Jupp. Eigentlich hätte ich die Hammer noch ein bisschen höher bringen können, aber was soll's, passt schon. So sieht man ganz gut. So. Hier, das hier ist eben das zusätzliche Kabel mit dem Schweizer Stecker. Geliefert wurde es ohne das. Wir haben hier den deutschen Stecker drin, die wir in der Schweiz nicht nutzen können, außer mit einem Adapter. Deswegen Kabel mit Schweizer Stecker. Normalerweise beim alten Netzteil, beim Monitor, musste ich das Ganze nachordern. Hier haben sie es direkt einfach angeklebt. Gut. Dann haben wir ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie den Monitor kaputt mache damit. Ach, das kann man rausnehmen. Okay, passt gut. So, dann haben wir hier erstmal das Netzteil selber. Und das ganze Gewicht kommt vom Netzteil, zumindest das meiste Gewicht. Dann haben wir hier Papierkram, der irgendwie festklebt. User Manual für das 850er, für das 1000er und das 1200er. Also die sind dann quasi alle identisch, bis auf den Output, den sie rausgeben können. Dann haben wir hier 5 Kabelbinder. Und ein ganzes Set Kabel. Zusätzlich haben wir noch die Verschraubungen, um das Netzteil ins Gehäuse einzumontieren. Dann noch hier den Anti-Feuchtigkeitsgedönse und das war's. So. Kommen wir zuerst zum Netzteil. Wir haben es hier in So, und das Ding ist ein echtes Monster. Das ist wirklich schwer wie Sau. Ja, wobei die Kabel sind nochmal genauso schwer. Finde ich erstaunlich. Hier haben wir einen Be Quiet Schriftzug drauf. Hier haben wir die ganzen Anschlüsse. Der kleine fürs Mainboard, der große fürs Mainboard. Das ist der Hauptstromanschluss für die Festplatten. Da haben wir noch 2, 4, 6, 18. Okay, 2 12er und 2 10er, keine 8er mehr. Okay, interessant. Wahrscheinlich ist auf der anderen Seite dann 8er. Muss mal gucken. Ja, und hier haben wir den Anschluss, weswegen man das Ding hier gekauft hat. Denn da. Das ist der neue Grafikkartenanschluss. So haben wir gerade alle drauf. Das hier sind die Anschlussmöglichkeiten. Es sieht nach wenig aus, aber ich glaube, das sind splittende. Werden wir gleich bei den Kabeln sehen. Auf der Seite sind nochmal alle technischen Daten vorhanden. Und hier haben wir entsprechend das Kabel und den Stromschalter. Dann haben wir hier oben gar nichts. Und hier unten haben wir den Lüfter. Ein hochwertiger BeQuiet-Lüfter. Passt. So, dann gucken wir, was wir an Kabelgedönse haben hier, ne? Geht ja bei mir darum, was man für sein Geld kriegt. Autsch. Also hier haben wir einmal, das müsste das Hauptkabel sein. Das Hauptkabel mit extra Sleeve drumherum. Warum ist da noch der Vierer dran hier? Brauchst du den oder brauchst du den nicht, warte? Nö. Ich glaube, das ist einfach für die, wo es dann am Mainboard, die noch mehr haben und... Ja, du hast halt hier... Ah. Zwei verschiedene. Einmal mit einem Vierer dran, einmal mit einem Zweier dran. Je nachdem, was du für ein Mainboard hast. Kannst du entweder den hier reinstecken und den ins Mainboard oder andersrum. Weil du brauchst den so nur so hier im Mainboard. Im
Im Netzteil. Okay, interessant. Gut. Dann haben wir hier das Kabel für die Grafikkarte. Und wir sehen hier, wir haben beidseitig denselben Anschluss. Jetzt sieht man es gut. Und das heißt, das ist genau so. Du kannst den einen steckst hier rein. Und die andere Seite in die Grafikkarte. Und das war's schon. Damit ist die Grafikkarte schon versorgt. Die beiden sind gesleeved. Das sind ja auch die, die man eigentlich am meisten sieht. Vor allem der hier, der zur Grafikkarte geht. Und von dem hier siehst du oftmals auch noch so ein bisschen was. Und den Rest, den siehst du bei modernen Mainboards oder bei modernen Computer-Setups eigentlich kaum noch. Und deswegen ist es eigentlich unwichtig, dass die hier gesleeved werden. Okay, gucken wir mal. Wir haben hier einen Anschluss hier drin im Netzteil und wir haben das für zwei, ja. Also ein Kabel im Netzteil kann bis zu zwei Festplatten versorgen. Das heißt, wir haben drei solcher Kabel oder drei solcher Anschlüsse. Das heißt, wir können das Netzteil supportet sechs Festplatten. Sowohl die 3,5er HDD als auch die 2,5er SSD. Warum wir hier immer noch diese Molex-Anschlüsse haben, ist mir ehrlich gesagt relativ schleierhaft. Die nutzt man doch eigentlich gar nicht mehr. Also rein theoretisch könnte man hier einfach zack, Kabel abschneiden. Würde ich nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob dann das ganze Kabel kaputt wäre. Aber theoretisch. Davon haben wir 1, 2. Ah, nee, warte. Jetzt, Moment. Müsste doch irgendwo noch ein drittes sein, oder nicht? Oder gibt es nur zwei davon? Denn ich sehe jetzt gerade hier, hier haben wir auch diesen Anschluss. Der hat dann aber Festplatte, Festplatte, Festplatte und Festplatte. Also der hier keinen Molex mehr. Also wir haben hier einmal ein Kabel, das vier Festplatten versorgt und hier einmal ein Kabel, das zwei Festplatten versorgt, plus noch zwei Molex-Anschlüsse. Falls man irgendwas im PC hat, das die trotzdem noch braucht, dann kann man dieses Kabel nehmen. Was ich eigentlich gar nicht mal schlecht finde, wenn du ein Kabel hast, das es hat. Was mir allerdings fehlt, ist so ein drittes Kabel mit diesem Stecker hier, weil wir haben hier ja drei Anschlüsse dafür. Aber vielleicht übersehe ich es einfach gerade nur und wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier ein sehr komisches Kabel, ein 10 auf 2,4er. Warum 2,4er? Also ja, es ist ja normal, dass wir so 8er haben, aber das ist die CPU. Also das ist, warte, hä? Das müsste IP8 sein und dann für die CPU. Aber warum 10 auf 4? Also 10 auf 8? Das macht irgendwie nicht viel Sinn, finde ich. Dann haben wir hier nochmal CPU. Ah, hier haben wir den. Hier haben wir einen 4, einen 8er. Hier haben wir 2 4er. Und hier haben wir einen 8er. Für die CPU. Gibt es moderne Mainboards mit nur einem 4er CPU-Anschluss? Dass man den nicht splitten kann? Oder welche mit 16? Wo du dann beide Kabel brauchst? Beziehungsweise 10? Gibt's das? Aber hier diese zwei Kabel einfach für die absolute Modularität von 4 bis 16 alles vorhanden? Okay, gut. Dann haben wir hier PCI Express im Prinzip für die aktuelle Grafikkartengeneration noch, wo du ebenfalls absolute Modularität hast. Egal was für eine Grafikkarte du hast, du kannst alles nutzen mit einem Kabel.
Das finde ich geil. Du brauchst nicht mehr zwei Kabel, du hast alles an einem. Du steckst das hier rein. Hier. Warte. Oder hier. Und du kannst dann wirklich, je nachdem, was für eine Grafikkarte du hast, entweder ein 6er oder ein 8er oder zwei 8er oder zwei 6er. Das sind so die gängigen bei den älteren Grafikkartenmodellen. 6, 8, 2 6er und 2 8er. Haben wir alles mit einem Kabel. Das finde ich ganz cool. Und dann haben wir das letzte Kabel noch. Das auch ein PCI Express Kabel ist. Genau das gleiche nochmal. Warum haben wir ein duales Grafikkartensystem? Gut, ich meine, mein PC braucht ja tatsächlich auch zwei solcher Kabel, weil einmal die Grafikkarte und einmal die Soundkarte. Aber was außer den stärkeren Grafikkarten bräuchte ein 12er oder sogar ein 16er? Eigentlich keins. Und was ich jetzt wirklich interessant finde, ist, wir haben hier zwar drei Anschlüsse, aber wir haben nur zwei Kabel dafür. Ich habe jetzt jedes Kabel angeguckt. Wir haben effektiv nur zwei Kabel für die Drives. Hier. Und hier, that's it. Der dritte, für den haben wir gar kein Kabel dabei. Gut, wir haben trotzdem eine Versorgung für sechs Karten. Also für Karten. Für sechs Festplatten. Was ja grundsätzlich eigentlich das ist, was Mainboards heutzutage überhaupt liefern können. Die haben ja selbst nur noch sechs Anschlüsse, nicht mehr wirklich acht. Also es reicht eigentlich, aber wofür haben wir dann drei Anschlüsse? Wofür ist der dritte Anschluss hier? Also entweder haben wir einfach ein Kabel zu wenig oder einen Anschluss zu viel. Und ja, nach dessen, dass moderne Mainboards sowieso maximal nur noch sechs Festplatten unterstützen. Und wir hier mit den zwei Kabeln sechs Festplatten mit Strom versorgen können, würde ich sagen, wir haben einen Anschluss zu viel. Der dritte, der bringt nichts. Also irgendwie. Ja. Komisch, komisch, komisch. Aber sei es drum, ist jetzt halt so. Gut. Und wegen diesem Kabel hier wurde dieses Netzteil. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich schon verbauen, weil wir ja nicht auf dieses Kabel angewiesen sind, sondern wir haben ja, wie wir hier sehen, auch Kabel für mal die normalen. Also eins davon werde ich auch später noch brauchen für meine Soundkarte. Und dann das hier. Also ich werde. Wie viele Festplatten habe ich momentan? Zwei. Ich werde auch nicht wirklich mehr brauchen als vier insgesamt. Das heißt, den Monex-Stecker hier, den werde ich nie brauchen. Ich kann jetzt also entsprechend schon mal direkt die Konfiguration zeigen, wie ich sie dann nutzen werde. Okay, da ist das Kabel auf irgendeine Taste gekommen. So, das ist dran. Dann hier die Grafikkarte, die 4070 Ti. Dann den hier für die Soundkarte. Den hier brauche ich nicht. Dann wahrscheinlich der hier. Wobei. Nee, warte. Verstehen hier brauche ich nicht. Einen von den beiden hier, das sind die CPUs, aber ich würde mal sagen, warte hier. Ich würde mal sagen, ich gehe eher auf den, der ganz ist, außer das neue Mainboard, wenn ich das dann habe, hat nur einen Vierer. Aber Standard ist, glaube ich, immer noch hier den Achter. Also entsprechend das hier. Und hier das Mainboard. Würde ich sagen, nehme ich den hier, die Seite hier ins Netzteil.
Oder läuft das? Warte mal. Läuft das so und hier der Vierer kommt noch hier rein? Ist es so gedacht? Weil das Mainboard hat ja meistens zwei Anschlüsse. Ist das so gedacht? Oder bin ich jetzt irgendwie dumm? Okay, ich glaube, da werde ich dann tatsächlich ins User Manual schauen müssen. Mit dem ganzen Krams hier. Aber das sind so die Kabel, die ich dann verbauen werde. Ist erstaunlich wenig tatsächlich, finde ich. Aber ist doch gut, je weniger Kabel man drin hat, desto besser. So. Vielleicht finden wir dazu sogar jetzt auf die Schnelle was. Wow, was? So, so. Situation ist ein Netzteil, ist Anmerkung. Zum Beispiel das Netzteil sind benötigt Sie einen Schraubendreher. Achtung, wenn Sie nur den mitgelieferten Kabelsatz, bauen Sie Ihr altes Netzkabel zunächst aus. Ist klar, okay, da ist überhaupt nichts. Fehler behoben, ATX-System wird das Netzteil vom Mainboard aktiviert, um die PC zu starten. Also da wird gar nichts gezeigt, irgendwie wie das gemeint ist hier. Aber rein theoretisch? Jetzt muss ich aber selbst gucken. Ja, eigentlich ist der große Stecker für das Mainboard selbst und der kleinere Stecker, den man normalerweise noch nutzt, ist der, der die CPU mit Strom versorgt und das wäre ein separates Kabel. Also ist das hier einfach nur Luft? Also bleiben die hier frei? Aber wofür haben wir dann den hier? Ich bin minimal verwirrt und werde mich diesbezüglich wohl noch ein bisschen genauer damit befassen müssen. Das heißt, ich werde an der Stelle jetzt einen Cut machen. Werde auf die Herstellerwebseite gehen und da die Informationen zu den Anschlüssen raussuchen und dann das noch hier reinschneiden. Gut, machen wir so. Bis gleich. Wobei, warte, soweit war es das eigentlich mit dem Unboxing selber. Also wer einfach nur den Inhalt sehen wollte, der kann jetzt hier einen Schluss machen. Wer, so wie ich, gerade ein bisschen verwirrt ist, der kann sich gerne jetzt noch das ansehen, was jetzt erfolgt. Wie gesagt, ich werde jetzt noch auf der Webseite schauen, was wir da für Infos haben. So, wem das Unboxing soweit gereicht hat, von dem verabschiede ich mich. Wir sehen uns im anderen Video wieder. Für alle anderen. Geht's weiter. Okay, keinerlei Infos. Be quiet, 850 Watt. Versuchen wir mal so, cabled. Bilder. Sehen wir irgendwo ein verdammtes... Es sind beide eingesteckt. Hier sehen wir es. Es sind beide eingesteckt. Das ist allerdings Pure Power 11. Aber es ist eigentlich sehr ähnlich aufgebaut. Und es ist auch derselbe Kabelstrang hier schon. Okay, halten wir fest, es werden beide Stecker, vom, wo die mit MB, also Mainboard, gekennzeichnet sind, hier eingesteckt. Vom selben Kabelstrang. Weißt du, was ist hier der Aufbau gleich? Wir haben hier die beiden PCI Express Anschlüsse, hier haben wir... den neuen Grafikkartenanschluss, alles andere ist identisch. Hier haben wir die beiden P8, hier und hier sind die P8 und hier sind die Drives.
Also das Pure Power 11 ist exakt gleich aufgebaut wie das Pure Power 12, nur dass das 12er halt hier jetzt noch den Anschluss für die 40er RTX-Reihe von Nvidia hat. Also das hier können wir als Referenzbild verwenden. Top. Es wird beides eingesteckt. Das werde ich jetzt auch direkt speichern, das Bild, einfach damit ich es habe. Natürlich wird alles als PNG gespeichert. Netzteilkabelmanagementbild. Let's go. Wo speicherst du auf dem Desktop? Gut. So. Gut. Damit hätten wir das alles geklärt. Und das hier werde ich mir noch angucken. Aber ja. Gut. Damit wäre es. 10 Jahre Herstellergarantie übrigens. Das ist auch gut zu wissen. Wir haben 10 Jahre Garantie. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ja. Gut. Also, damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Welches übrigens sehr wahrscheinlich ein Unboxing oder das Unboxing einer PS5 sein wird. Mein Vater hat vor mittlerweile 3 Wochen. 2,5 Wochen, irgendwie sowas, eine PS5 gekauft und die ist bis heute original verpackt. Und wenn er die jetzt in den nächsten Tagen nicht mal auspackt, dann werde ich das tun im Rahmen eines Unboxings. Ich meine, warum sollte ich dann nicht, wenn er es selbst nicht einfach auspackt, warum sollte ich dann nicht einfach Content daraus machen? Ja, alles für die Klicks. Es wird sich sowieso kaum einer meiner Videos angucken, aber egal, alles für die Klicks. Immer das Grundprinzip, alles für die Klicks. Gut. Ich verabschiede mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann und tschö. Mädel.